Und das Beste daran ist, dass sich bereits seit Jahren immer mehr um den Preis bewerben. Im vergangenen Jahr ging einer der drei Preise nach Reau an die Markgraf Friedrich Realschule. Die Schüler der damaligen 8a haben das Projekt Bürgerenergiepreis in Angriff genommen, haben sich mal den persönlichen Energiecheck vorgenommen, haben mal geschaut, wie viel Energie sie eigentlich kosten. Wir haben festgestellt, die Schüler können am besten damit umgehen, wenn sie erfahren, wie viel Euro sie so pro Tag kosten. Haben dann ausgefüllt, wie lange haben sie ihr Handy-Ladekabel angesteckt, wie lange nutzen sie eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher für ihren Tee. Ja, und dann kam am Ende, kamen ganz unterschiedliche Summen raus. Die billigsten kamen wohl mit 1,70 Euro davon. Es gab aber auch schon Schüler, die haben 3 oder 4 Euro pro Tag an Energie verbraucht. Tja, das haben die Schüler mit Bravour gemacht. Vor allem nachhaltig sollte dieser Wettbewerb sein. Ich habe wirklich vieles daraus gelernt. Zum Beispiel jetzt mein Handy-Akku-Ladegerät. Ich habe es fast immer dran gehabt, abends und frühs. Und jetzt weiß ich einfach, dass ich es abstecken muss, weil es, wenn es 100% ist, dann braucht man ja eigentlich gar nicht mehr dran haben. Weil man jetzt immer mit den Gedanken rumläuft, das verbraucht Strom, musst du das wirklich machen? Brauchst du das überhaupt? Benutzt du das überhaupt? Ist es überhaupt nötig, dass du so viel Strom brauchst? Ist es nötig, dass du dein Handy wirklich ansteckst? Ist es nötig, dass du gefahren werden musst? Kannst du nicht einfach hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren? Und das sind immer so Kleinigkeiten, wo man sagt, ah, achte doch da mal mehr drauf, dass du vielleicht mehr sparen könntest. Für das Bayernwerk deshalb eine Verpflichtung, diesen Preis auszuloben. Vor 5 Jahren hat es mit der Idee begonnen, wie wir eigentlich das Thema Energiewende direkt in der Bevölkerung verankern können, weil wir festgestellt haben, nur Wirtschaft und Politik bringen das Thema nicht alleine voran, sondern es muss wirklich in der breiten Bevölkerung mit verankert werden. Und da ist dann die Idee geboren worden, Mensch, warum verleihen wir denn nicht einen Preis an Leute, die sich für die Energiewende in ihrem ganz privaten Umfeld, ganz privaten Bereich einsetzen. Und es hat sich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir nicht nur auf Bürger zugegangen sind, sondern auch wie heute, wo wir hier sind, in Rehau, wo Schüler sich engagieren. Auch für Rehaus Bürgermeister eine stolze Leistung, die die Klasse hier hingelegt hat. Es ist ja letztendlich immer ein guter Ansatz, wenn junge Damen und Herren sich um das Thema Energie Gedanken machen. Und hier ist ein wirklich guter Ansatz geliefert worden für den Bereich Energieeinsparung. Wir sind ja in Rehau schon seit Längerem auch mit diesem Thema beschäftigt, auch im öffentlichen Raum, auch hier in der Schule. Und dann passt es eigentlich ganz gut, dass dieser Preis im letzten Jahr nach Rehau ging. Ja, und jetzt sind Sie gefordert. Der Bürgerenergiepreis 2018 steht an. Wenn Sie mitmachen wollen, gehen Sie auf die Website www.bayernwerk.de. Dort finden Sie alle Informationen.